Guten Tag! Hallo, meine lieben Freunde, wir sind hier wieder am Start und ich habe jetzt auch die Kamera umgebaut, jetzt nicht gerade, sondern wieder da oben. Jetzt kann man hier wieder ein bisschen besser von mir was sehen. Und den Table. Ja, und vielleicht fällt es euch auch schon auf, ich habe hier mein Le Tablet, weil Dreamhack läuft. Ja? Nani gleich am Spielen. Das muss ich natürlich nebenbei gucken. So, gut. Also, ich sitze hier heute wieder schön, Rücken gerade. Und ich habe euch hier schon alles ein bisschen hingepackt hier. Wir haben diese wundervollen Bon Mondo Conchiglioni Muschelnudeln, Basilikumblätter. Ach, jetzt gucke ich gerade nach da, obwohl die Kamera jetzt da rum ist. Jetzt habe ich mich gerade daran gewöhnt, dass sie da ist. Wohl, da. Es ist halt, ich bin alt. Also, die Muschelnudeln, Basilikum, Mozzarella, eine Möhre, Chiliflocken scharf, Tomaten aus der Dose, Stückchen, eine Zwiebel, den Knoblauch und die Paprika. Und das Ganze soll werden feuriger Conchiglioni-Pasta-Auflauf mit Mozzarella, Paprika und frischem Basilikum. Wird's denn gehen, alter Mann? Habe ich Ihnen ein bisschen den Zugang zur Fensterbank verbaut? Ja, ich trinke hier erstmal ein Schlückchen lecker Cola Light. Oh, sehr gut. Ja, warum mache ich jetzt hier das vegane, vegetarische? Denn das ist ja wirklich komplett vegan. Hier ist nur, obwohl die Nudeln. Nee, ist Hartweiß. Okay. Und ich habe die Musik ein bisschen laut. Und ja, warum mache ich jetzt nicht die Gordon Bleus? Ja, weil ich habe mit meiner Freundin gesprochen, sie möchte mit mir ja wieder auch ein Gericht davon zusammen machen, morgen oder übermorgen. Und da ja die Putenbrust-Sandwich schon weg sind und sie nicht so auf Paprika steht und auch so scharf, ist ja Frau, ne, scharf ist immer so, deswegen esse ich jetzt den feurigen Conchiglioni-Pasta-Auflauf mit Mozzarella, Paprika und frischem Basilikum und ich mache mit ihr dann die Gordon Bleus. Das wird bestimmt auch eine schöne Sache. So, aber jetzt geht's hier los. Zubereitung. Einen großen Topf mit reichlich Salzwasser zum Kochen bringen. So, das habe ich hier schon vorbereitet, beziehungsweise den Topf mit Wasser befüllt. Den schalte ich schon mal ein und mache ein bisschen Salz hinein. Dann auch richtig Deckel drauf machen auf dem Pott, ja, damit das Wasser schneller heiß wird, schneller kocht. So, hallo Amy. Oh. Was hier ist so. Ach, hier könnte ich fast gar nicht sehen. Bleib mal hier. Hier, Amy. Mein Papagei. Und Alfred. Duftet auch so gut nach Kater. So, und jetzt küsst euch. Ja, macht ihr mal da rum. Ich muss mir dann nochmal kurz wieder abspülen. Ja, denn nicht, dass meine Viecher dreckig werden oder so. Ja. Aber man muss ja mit gutem Beispiel vorangehen. Ja, jetzt leckt er sie am Kopf. Ich würde gerne da wieder sitzen, my lady. Wir haben noch keine Zeit. So. Die Miezekatzen. So, warte mal jetzt mal. Die Karotte waschen, schälen und fein würfeln. So. Ja, das Waschen, diesmal habe ich es mir aber wirklich gespart. Ja, bei den Kartoffeln gestern habe ich mich ja so ein bisschen mit selber verarscht. Aber ich glaube, diese Möhre hier ist sauber genug, dass ich sie direkt schälen kann. Und ich habe hier auch diesen wundervollen HelloFresh Papierbeutel, den ich irgendwie mal
Kiste und hier so hinpackt, da mache ich dann die Schalen drauf. Ja, live gegen Nani war coming up. Ja, es ist auch schon 10 nach 3 heute, ein bisschen später als sonst. Aber ich hatte heute noch anderes zu tun. Ja, wie gesagt, die beiden immer dabei. Amy und Alfredo. Ja. Heute mal noch nicht am Rumfetzen. Ja, gestern haben sie ja vielleicht ein bisschen gesehen, wie sie hier rumgewetzt sind, wie die Wahnsinnigen. So. So, die sollen wir fein würfeln. Ich versuche jetzt da wirklich mal hier wegen dem gerade sitzen. So, die feinen Würfel packen wir dann hier mit in eine Schälchen. Ach, jetzt habe ich den Stuhl hier stehen lassen, aber die könnt ihr, glaube ich, gar nicht richtig sehen. Hier, oder? Doch, ja, ihr könnt hier diese Lehnen-Schnörkel erkennen. Ja, also hier, wie gesagt, steht der Basilikum. Und hier machen wir jetzt dann die Würfel rein. Wie mache ich denn am besten Möhrenwürfel? So ein Streifen, Scheiben. Ja, ich halbiere sie erstmal. Nee, gar nicht wahr. Ich viertel die Möhre. Ja, eine geviertelte Möhre. Und jetzt, ja, wenn ich jetzt ein richtiger Super-Spitzenkoch wäre, ja, dann würde ich das jetzt hier so mit dem Finger und dann so klack, 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 klack. Ich kann das auch, aber bei mir geht es halt nicht so schnell. Und zum einen macht man das ja auch eh im Stehen, weil man dann halt die Arme viel besser bewegen kann. Ich sitze jetzt halt hier so. Na, ich meine, so ein Profikoch, der kann das bestimmt auch so ein bisschen im Sitzen, ne? Aber im Stehen normalerweise, wenn du dann richtig stehst, das sieht man ja gleich schon, ne? Da geht das hier viel weiter auseinander. Da ist das viel besser, aber ich glaube, ich mache das schon, wie ich gestern schon sagte, ich muss jetzt mal so ein bisschen angeben. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen besser als der Supernoob, der dann hier vielleicht so, oh, jetzt habe ich aber so klein, wie es geht. Ja? Ja, also so ein bisschen besser fühle ich mich schon. Im Umgang mit dem Gerät. Ja, ich finde, diese Würfel hier sind recht fein für meine Verhältnisse. Ich wollte doch eigentlich heute einen anderen Kopfhörer aufsetzen, den von Plantronics, das Rig. Aber weil ich mir gerade eben auch erst frisch die Haare gemacht habe und wenn die Haare schon trocken gewesen wären, also so, wenn sie jetzt hier so wie jetzt sind, halt aber auch schon ein bisschen trocken, dann ist das kein Problem. Ja, dann kann man das Headset aufsetzen, dann geht das alles wieder so ein bisschen hoch, wenn ich es abnehme. Aber wenn ich das Headset aufsetze bei nassen, gerade gemachten Haaren, dann sieht das dann hinterher aus wie... Hallo. So, also hier die Möhre ist gewürfelt. Und einer hat in die Comments geschrieben, oh, Herr Pittens, Sie machen aber viel bereitet zu in den letzten Tagen. Ja, das wird auch die nächsten 3-4 Wochen so bleiben. Sehr strong. Also, hier die Möhren packen wir mal hier zum Basilikum. So, als nächstes Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein hacken. So, Zwiebel. Ach, wir brauchen dann noch ein Schälchen, glaube ich. Ja, das Schälchen. Ja, ich habe auch gerade abgewaschen vorhin noch. So, ein Schälchen haben wir hier schon mal. Und den Knoblauch, den packen wir hier auf so einen kleinen Teller. So, Zwiebel. Und nochmal auch mal wieder, ich muss es immer, jedes Mal sage ich es, glaube ich, ne? Immer, ah ja, das letzte, dies und das, war richtig gut. Aber Leute, dieses Putenbrust-Sandwich gestern mit dieser Zwiebellade und den Gorgonzola, wollte ich gerade schon sagen, Rucola und den Tomaten, Alter, und diese Kartoffelecken. Hohoho, geiler Shit, ey. Ja, also wirklich... Ich habe mir dann ja abends auch noch das zweite gemacht, dann aber ohne die Kartoffelecken, weil die habe ich ja dann am Mittag schon aufgegessen, den Rest habe ich weggeschmissen, weil so aufgematschte, also die matschen dann ja so mit der Zeit, dann die kannst du ja, so Pommes, ne, die kannst du ja nicht zweimal machen.
Nein, das geht nicht. Man könnte, geht schon, aber ob das dann so lecker ist, ist die Frage. Ja, und aber wirklich, das war so gut. Schade, ihr könnt Alfred nicht sehen, der sitzt hier gerade. Ach, der sitzt da doch, er könnt ihn doch sehen, okay. Habe ich gar nicht gesehen auf dem kleinen Vorschau-Screenbild. Ja, und Amy ist ja auch da, ja, meine Kleinen. Kannst du dich nicht mal andersrum hindrehen, sonst sehen die Leute nur deinen Hintern, Mann. So, also Zwiebel und Knobi fein hacken. Oder klein hacken. Machen wir das hier erstmal mit der Zwiebel. Und gerade sitzen, Mensch. Es ist wirklich sehr schwer, gerade zu sitzen immer. So, liebe Amy, es geht übrigens mit ihr am nächsten Montag, glaube ich, oder irgendwann nächste Woche, geht es mit ihr wieder zum TA, ja, zum Tierarzt. Ihre zweite Impfung, ja, also diese Auffrischimpfung. Und dann Anfang nächsten Jahres geht sie wieder zum Tierarzt. Da wird sie dann nicht entmannt, sondern ja, auch nicht gesteinigt, sondern gedingst, kastriert, sterilisiert. Ja, meine Kleine, damit du hier gar nicht auf dumme Ideen kommst mit dem Verrückten da. Ich meine, er ist auch kastriert, ja, aber trotzdem. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. What a track. Welchen Track habe ich hier gerade auf dem Ohr, Leute? Money for nothing and the chicks for free. So, Zwiebel klein gehackt. Ach, du große Güte. Hier. So, jetzt den Knobi. Ach, das Wasser fängt an zu rauschen. Ich dachte, was ist hier los? So, Le Knoblauch. So, dann legen wir das hier mal wieder schön. A little bit of zusammen. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. Was ist das für ein Song? Ja, ich kann ja jetzt mal hier so ein bisschen so Quizfragen noch stellen. Was ich hier für Musik höre. Etwas klein gehackt, aber ich merke auch schon selber, dadurch, dass ich jetzt regelmäßig hier am Schnippeln bin, es wird a little bit besser. Ich werde auf jeden Fall etwas schneller, so kommt mir jedenfalls vor. Also, wir haben jetzt das Basilikumblätter, also die Basilikumblätter, die Gemüse klein gehackt, die Zwiebel. Ich habe wieder ein little tränende Augen. Das Erfrischungstuch selbst gemacht. So, als nächstes, Paprika waschen, halbieren, entkernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Also, gewaschen habe ich sie schon. Mundgerechte Stücke. Das Kerngehäuse rausmachen. Viertel, dann kann man hier noch mal so ein bisschen Feinarbeit machen, dieses weiße Zeug rausschneiden. So. So. Irgendeins ist auch gerade ein bisschen runtergefallen, machen wir später. So, die mundgerechten Paprikastücke, die packen wir dann hier gleich rein.
Ja, die schneide ich hier so in Streifen und dann die Streifen nochmal in Stücke. Da muss ich aber auch immer aufpassen, dass manchmal, ich schneide es zwar durch, denke ich, aber ich schneide nicht so einmal komplett, dass die Klinge durchgeht, sondern dass es dann so wie hier noch so ein bisschen, also oben durch das Fleisch, also das Paprikafleisch quasi der Schnitt durchgeht, aber die Schale, die ist halt etwas stabiler bei der Paprika als bei so manch anderem Gemüse. Könnte natürlich auch mehrere Stücke erstmal so einen Streifen schneiden und dann die Brocken, aber ich mache mir das jetzt hier etwas einfacher. So. Das Ding ist auch. Ich mag rote und gelbe am liebsten, oder orange geht auch, aber die grüne, die ist meistens sehr bitter. Also die schmeckt dann so wie Baum, so wie Blätter. Nicht so gut. Kann man auch essen, mag ich aber nicht so sehr. So, die Kochrotjorowski. Oh, wieder Gemüsebrühe zubereiten, 100 ml. Mittlerweile sollte das Wasser kochen. Wasser lassen. 10 bis 15 Minuten. Ne, 15 bis 18 Minuten. Das sieht schon geil aus. Hier so eine Muschelähnlichen Zutaten. Ja, das Wasser fängt gerade an zu sieden, aber wir kippen hier schon mal rein. Also ich drehe die Kamera nicht um. Da ist ein Pott mit Wasser, da packe ich jetzt Nudeln rein. Das sollte klar sein. Hummel, Hummel, Bums, 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 Bums. Opa Erich wohnt im Altersheim. Heute gehe ich ihn besuchen. So, noch ein bisschen Salz. So, die lassen wir jetzt also kochen. 15 bis 18 Minuten. Und du, meine Kleine? Dreh dich mal um, Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. So. Achso, wir können jetzt doch schon rübergehen. Ah, wir machen schon mal einen Schritt vor. Eine feuerfeste Auflaufform. Steht da hinten, könnt ihr die sehen? Da. Auflaufform, die soll man ein bisschen einfetten. Aber eine feuerfeste Auflaufform, Leute, gibt es auch eine also eine nicht feuerfeste Auflaufform, die abbrennt quasi, wenn man im Ofen ist. Also gut, wir fetten die ein bisschen ein, aber womit steht nicht da? Wir können also Margarine nehmen und die so ein bisschen einschmieren, wir könnten auch Öl nehmen. Was nehme ich denn mal? Aber ich mache nochmal einen Schritt voraus jetzt, weil wir jetzt gleich eh an den Herd müssen und ich keine Lust habe, dann erstmal jetzt auf den Herd zu gehen und dann nochmal wieder zurückzugehen und dann wieder auf den Herd und zurück auf den Herd und wieder zurück. Deswegen fette ich jetzt hier gleich schon mal die Form ein bisschen ein und gieße den Mozzarella ab. Ist das denn überhaupt richtiger Mozzarella? Kuhmilch? Weiß gar nicht, ist Mozzarella Kuhmilch? So, schön die Lake hier, die Plörre abgießen. Komm raus, du Mozzarella! Da ist noch ein bisschen Stecken drin. So. Ja. So, womit fetten wir jetzt die Form ein? Ich mache, glaube ich, einen Löffel Öl rein und dann schmiere ich das einmal so ein bisschen rum. Aber erstmal mache ich den Mozzarella klein. Die Katzen. Und jetzt schmeißen wir dann hier rein den Mozzarella. Was sollen wir damit machen? Abgießen und grob hacken. Junge, das ist Mozzarella.
Aber mir finde ich auch gefallen daran, so Tomate-Mozzarella habe ich ja früher zum Beispiel nie gegessen. Ich habe letztens für meine Freundin einen Welt-Sandra-Tag gemacht. Da habe ich einen Salat gemacht, einen großen, gemischten. Und auch einen großen Teller hier Tomate-Mozzarella habe ich gemacht, mit Öl und so Blätter dran gemacht, so Feldsalatblätter, die noch vom Salat übrig waren, weil sie esst gerne Feldsalat. Und sie hat sich sehr gefreut. Mann, hat die sich hinterher gefreut. Ja, ja, und so mittlerweile esse ich solchen Kram auch. So, Mozzarella grob gehackt. So, jetzt kommen wir noch an das Schnippeln. Nee, ich glaube, das war's. Ne? So, jetzt fällt man noch die Form ein. Mit der Dill auf Öl. Na, wir nehmen Margarine. Margarine frisst der Kater übrigens auch, ja, nicht nur Butter. Das sollte reichen. Ja, jetzt habe ich hier so ein Stück Margarine halt rein. Ja, und dann fetten wir das Ganze hier mal so ein bisschen ringsrum ein. Das ist auch beim Kuchenbacken oft so, ne? Das ist dann halt, damit das nicht anbackt, anbrennt so an der Hülle, also an dem Rand hier, an der Schale. An der Hülle! So, jetzt haben wir das quasi eingefettet. Ja, ich weiß, Junge, Margarine, ne? Margarine. Nix da, kriegst keine hier. Ach, jetzt willst du doch mal keine Margarine, sonst willst du doch immer Margarine und Butter. So, also. Dann werde ich jetzt mir erstmal kurz die Hände abspülen. Margarine. Und dann wechseln wir die Perspektive. Denn jetzt geht es an den Real. Ihr sollt doch da nicht immer hin. Achso, Dosenöffner will ich schon mal. Damit ich hier unsere wundervollen, stückigen Tomaten aufmachen kann. Ah, hier die Chilis. So, also jetzt haben wir alles offen. Jetzt baue ich hier oben auf Herzsicht. Moment bitte. Das sieht gut aus. Also, jetzt muss ich den Laptop hier auch wieder ein bisschen drehen, damit ich dann mal sehe, ob ihr mich seht. Ja, so ein bisschen abgeschnitten. Ich könnte noch ein bisschen höher gehen. So. Aber das ist schon ganz gut. Also, ihr seht hier die Nudeln am Kochen. Diese geilen Muscheldinger. Nur nicht so gut. Also ich kenne das, habe ich schon mal gesehen, aber selber noch nie gemacht. Ja. So. Was kommt jetzt? Amy hat sich übrigens gerade richtig schön auf meinen Stuhl gesetzt. So, Olivenöl in einem Topf erwärmen. Zwiebeln und
Knoblauch dazugeben. Olivenöl. Problem. So, hier haben wir einmal so ein Pfannen-Update-Ding. Das brauche ich jetzt aber gerade gar nicht. Das ist immer geil, wenn man so eine Abwaschgeschirrtürme baut und das immer weiter höher stapelt und dann zieht man irgendwo unten was raus und dann kracht die ganze Scheiße zusammen. Ja, das ist immer sehr gut. So, die Zwiebeln und den Knobi brauchen wir. Into the Öl. Und auch mal hier aufpassen, so dass man nicht so, wenn das richtig krass am Kochen ist, dass man da hier nicht irgendwie so, ne, weil Verbrennung, Verbrühung, not so strong und aua, aua. So, also. Zwiebeln und Knoblauch darin mit etwas Salz ca. 3 Minuten dünsten. Danach Karotte und Paprika dazu und 5 bis 8. Achso, die Brühe müssen wir noch machen. Le Brühe. Ja, jetzt guck dir den Betrüger an. Eben habe ich ihm Butter und Margarine gegeben. Jetzt fängt er an, die Schüssel auszulecken. Haust du ab, Dado! Das ist einer, ich sag's dir, er hat faustdicke in den Ohren, so 100 ml Brühe. Und denk dran, nicht zu viel Brühe, weil sonst explodiert das. So, im Mittelmeer müsste das Öl. Nicht ganz. Ich hab dich genau gesehen, oh, ja, ne? Manche werden jetzt sagen, manche werden sagen, mein Gott, die Katze. Das ist genauso, wenn man ein kleines Kind hat, wenn man das irgendwie was angeleckt hat oder in den Mund genommen hat oder so, dann werden das selber auch noch. Das ist halt, man ist da nicht mehr so empfindlich. So, jetzt habe ich hier das Brühding drin. Brühe mittlerweile ist auch hier. Ja. Unser Olivenöl. Und der Knoblauch. Mit etwas Salz. Muscheldings, denn wir sollen das gerade bis fest. Ich muss mal meine Musik ein bisschen leiser machen. Ja, sie sind gerade bis fest. Hallo abgießen.
Da haben wir wieder mal ein super Ding, wo wir gestern einen Rucola drin hatten. Abgießen auch ganz gefährlich, aufpasse. Oh. Als Tipp kann ich euch geben, wenn ich zum Beispiel, oder wenn ihr euch Spaghetti macht, so Miracoli oder so, was ich ja auch ab und zu mal mache, weil es einfach und schnell ist, also richtig einfach und schnell. Ja, ich schütte das erstmal hier so ein bisschen ab, weil diese Muscheldinger da ja auch Wasser in sich drin quasi sammeln. Pass auf, Leute, wenn ihr euch, oder auch zu mehreren, und ihr mehrfach Leute habt, die euch die Nudeln nachnehmen, dann mache ich immer in den Pott noch mal ein bisschen Wasser wieder rein, nicht viel, so zwei Finger breit oder so, und stell den noch mal auf die, oder ein Finger breit reicht, auf die Herdplatte, die aus ist, und pack den Durchschlag da noch mal rein. Und wenn man sich dann aufgetan hat, dann alle Teller voll, dann mache ich den Deckel wieder drauf, weil das bisschen Wasser, was unten drin ist, wird durch die Resthitze der Platte noch mal ein bisschen heiß und dampft noch mal ein bisschen hoch, sodass dann oben, ne, die Nudeln noch mal ein bisschen Hitze abbekommen. Nicht viel, aber nicht so, dass sie halt abkühlen, weil wenn man sie sonst so an die Seite stellt, manchmal auch ohne Deckel, dann werden die halt ganz schnell kalt, kühlen sehr schnell aus. Und ich mache halt immer auf die, hier noch ein bisschen Water rein, ja, und dann auf die Platte nochmal. Das reicht dann halt meistens aus, dass das nochmal anfängt zu dampfen. Während Amy da drüben sich gerade versucht, auf den Stuhl ihren Schwanz zu packen. Sehr gut. So, Knoblauchzwiebeln, 3 Minuten. Karotte und Paprika dazugeben. Ja, erst die Karotte. Dann das Paprika. Und die 5 bis 8 Minuten. Ich springe jetzt hier gerade so ein bisschen zwischen den Punkten hin und her, ne? Habt ihr ja schon festgestellt. So, nach den 5 bis 8 Minuten nach gewünschter Schärfe die Chiliflocken dazugeben und 1 Minute mitbraten. Dann die Tomatenstückchen und die Brühe rein und bei schwacher Hitze 8 bis 10 Minuten nach, köcheln lassen. Bis die Soße eine etwas dickere Konsistenz mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Also müssen wir jetzt quasi erstmal warten hier, bis das fertig ist. Denn den Rest haben wir ja schon gemacht. Den Mozzarella haben wir gehackt, die Basilikumblätter haben wir gerupft, die Form ist gefettet. Ja, also kann ich jetzt erstmal hier ein bisschen chillen. Was ist denn da abgerissen? Das ist hier so ein Gewürzregal. Aber Salz und Pfeffer können wir uns schon mal nehmen. Und ein little bit of sugar an die Seite stellen. Wo ist denn der Zucker? Da ist der Zucker. Ah, hier, er kugelt sich gerade da auf dem Boden. Also mit den Nudeln sage ich euch jetzt nur so, die kommen, das kommt eh gleich nochmal in den Ofen, also ich kann es mir auch sparen. Aha. Ihr seht jetzt, es dampft jetzt schon wieder, weil es heiß ist, scheiße. Ihr seht es, das bisschen Wasser, was noch drin ist, die Platte ist aus, das dampft nochmal hoch. Also ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Na, lernen mit Pink. Na, dann stelle ich dir das auch mal lieber jetzt darüber. Könnt ihr ihn noch sehen? Ja. Mein Dicker, hä?
konnte die gerade gar nicht sehen. Ich habe da so ein... Ah, ich muss weiter nach hinten, hätte ich gehen müssen. Ich hatte hier so ein Ding, so eine Schiene mit so einem Ball. Ja, und da hat er gerade ein bisschen mit gespielt. Am besten bräuchte ich noch so eine Superkamera, die da oben in der Ecke hängt mit so Fernbedienung, so einem Schwenken, wie die das bei... Ach, ihr wisst schon. Emi ist da. Hallo. So, 5 bis 8 Minuten. Bisschen mitbraten. Jetzt fällt mir ein Stück Zwiebel auf den Latschen hier. So. Nach gewünschter Schärfe ein bisschen Chili hinzugeben. So, nach meinem Desaster mit dem Curry letztes Mal, ja, mit der Currypaste. Ah, hier, ich bin doch keine Pussy. Ja, machen wir mal alles rein, damit mir die ganze Fresse explodiert ist. Werde ich hier von diesen Chili-Flocken erstmal eine probieren. Schön draufbeißen. Bisschen was machen wir gerade. Nur die Hälfte ungefähr. Die auch noch mal ein Minütchen mit dampfen lassen. Ja, es ist schon ein bisschen scharf, aber es ist jetzt nicht so extrem. Diese Currypaste, die war wirklich extrem. Und den Mozzarella lässt du bitte auch zufrieden. Runter mit dir! So, wir können noch mal kurz hier schauen. Das erste Spiel, Nani gegen Live läuft. Da bräuchte ich hier auch noch irgendwie so eine Halterung. Am besten noch ein 42er Fernseher hier. Man kann hinhängen. Aber erstmal ein Stückchen Cola. So. Jetzt sollen wir das Ganze mit der Brühe den Tomaten ablöschen. Das Tomaten. Jetzt kommt das ein bisschen auf der Zunge mit der Chili-Schärfe. So, einmal ordentlich durchrühren und das Ganze jetzt nochmal 10 Minuten einkochen lassen. Bis eine etwas dickere Konsistenz als jetzt schon. So, in der Zwischenzeit den Mozzarella abgießen und grob hacken, Basilikum lecker abzupfen. Jetzt habe ich alles schon gemacht. So, die Nudeln abgießen und ausdampfen lassen. Anschließend zu der Soße geben. Und darauf achten, dass die Conchiglioni auch gut mit der Soße gefüllt werden, ja? Weil die ja hier so, man könnte die ja so reinpacken, ne? Aber die kann man ja hier auch noch so, die sind ja alles so hin. Ja, dann hier nur. Hm? Erinnert so ein bisschen an die feuchten Speisen von gestern. Also die packen aber auch versaute Sachen rein, nein, in die Kiste da von HelloFresh, alter Schwede. Ja gut, da ich jetzt ja halt auch schon so ein bisschen vorgearbeitet habe, wir haben jetzt aufgenommen 40 Minuten. Ja, müssen wir jetzt erstmal warten, bis die Plörre hier nochmal 10 Minuten gekocht hat, so ein bisschen. Und dann kommen die Nudeln da rein. Oh. Gut vermischen. Dann
kommt die Nudelplörre mit dem Gemüse, die Hälfte da rein. Dann kommt die Hälfte des Mozzarellas drauf und dann kommt der Rest. Und dann nochmal den anderen Rest Mozzarella mit etwas Mozzarellaöl beträufeln, Olivenöl beträufeln und auf dem höchsten Einschub im Ofen circa 4 bis 5 Minuten backen. So, ach, ich dann hier noch die Grill-Funktion. So. Also könnten wir jetzt theoretisch ein bisschen chillen eigentlich und ich könnte nur einen Moment die Aufnahme ausschalten, aber ich habe ja gesagt, das kann ich nicht machen, weil das Buffern und Zwischenspeichern, oh, jetzt ist hier auch ein bisschen die Kamera hochgeflutscht. Geht nicht mit dem Aufnahmeprogramm, wie ich es da gerade habe. Ja, das würde dann jetzt wieder, weil ich jetzt 40 Minuten aufgenommen habe, würde bestimmt wieder eine Stunde dauern, bis er das gespeichert hat. Deswegen lassen wir die Zeit einfach laufen. Aber wir sind gleich fertig. So. Oh, das Spiel ist vorbei. Mist. Und in der Zwischenzeit könnte ich jetzt eigentlich auch schon wieder ein bisschen aufräumen, oder? Obwohl, ist ja eigentlich alles ganz tight. Oh, ich könnte mir mal eine Schokolade gönnen. Schokolade. Habt ihr eigentlich schon Weihnachtsgeschenke für eure Freundin? Ich schon. 3 Sachen habe ich schon. Zum einen kriegt sie einen Ionentechnologieföhn. Weil sie, ja, wir sind jetzt knapp 1,5 Jahre, 1,75 Jahre fast sogar schon zusammen. Und die Frau hat hier so einen kleinen Reiseföhn bei mir in der, im Badezimmer. Zu Hause hat sie so einen großen. Zuerst hat sie ihren großen immer mitgebracht, aber das war ihr dann zu blöd. Weil es ist ja auch schwer mit dem Schleppen von der Straße hoch zum, vom Auto oder so. Manchmal kommt sie auch mit dem Zug, das war ja dann zu umständlich, so schwer, der große Föhn. Jetzt hat sie halt ihren kleinen Reiseföhn hier bei mir gelassen. Und jetzt habe ich hier auch so einen Riesenföhn, so einen Riesenteil. Das ist das eine. Dann das, also das ist so ein kleines, naja. Dann kriegt sie ein paar Kuschelsocken, ein paar super mega Deluxe Kuschelsocken. Und dann gibt es noch einen Kalender, einen Fotokalender, den ich da schon liegen habe. Habe ich mir drucken lassen bei Pixum oder so. Irgend so ein Online, da gibt es auch Weise, so ein Ding auf 15 Euro. DIN A4 Querformat Wandkalender mit Fotos von uns, den Katzen vom Urlaub und von mir und was weiß ich. Sehr schön. Dann gibt es noch was lecker Geschriebenes, vielleicht noch was Gebackenes. Und dann habe ich noch was, weil sie mag Vampirfilme und sie mag wie fast jede Frau diese komische Twilight-Scheiße. Und ich habe letztens erzählt, bei Lidl gab es die Twilight-Box, ja, alle 5 DVDs. Für 19,99 und dann habe ich ja gleich bei Amazon geguckt, die kostet da 37 und bei anderen Dingern da, also von Amazon selbst 37, von einfach einem günstigeren glaube ich 33, aber dann halt noch mit Versand kommst du auch wieder auf 37. Habe ich mir überlegt, ob ich hier noch die Twilight Box schicke oder ob ich die verkaufe für 30 und 10 Euro Gewinn mache. Muss ich mir noch überlegen, muss ich mal gucken, wie sie sich benimmt in nächster Zeit. So, das blubbert jetzt hier so schön vor sich hin. Ja, Weihnachtsgeschenke, wie gesagt. Ich bin gespannt, was ich kriege. Wahrscheinlich wieder gar nichts. Nein, Mensch. Letztes Jahr habe ich hier auch Klopapier geschenkt. Ja, weil ich habe ja normalerweise so ein 3- oder 4-lagiges Klopapier immer gehabt. Was auch nicht, also kein billiges Recyclingpapierzeug, sondern irgendwas schon ein bisschen besseres. Das war ja auch nicht gut genug. Auf Dauer. Deswegen habe ich ihr dann zu Weihnachten, war ein Riesenpaket, hat sich voll gefreut. Oh toll, Riesenpaket, ne? Dann ja, so ein kleines Verarschungsgeschenk, das mache ich eigentlich fast immer. So eine Deluxe Superklopapier geholt. Mit 6-seitig, mit 10 Blatt pro Rolle, so dick war das. Ja, quasi. Ja, war nur ein kleiner Spaß. Amy, runter von dem Schrank! Runter! Ja.
Ja, macht auch mal so ein paar lustige Geschenke, das kommt gut. So ein paar, was Schönes Persönliches, auch das mit dem Fotokalender oder was geschrieben ist, noch, aber nicht nur so ein Zweizeiler oder so eine halbe Seite, da kann man schon mal 4, 5, 6 Seiten raushauen. Und natürlich handschriftlich. Und dann hat immer noch so ein kleines Verarschungs-Spaßgeschenk. So, und jetzt ist halt hier dieser Moment, wo das Ganze etwas dicker geworden ist. Ich bin leider etwas dicker geworden in letzter Zeit. Und der Bauch hängt runter. Wie eine Schürze. Doch mir ist egal, wenn du kommst. Dann kommst du. So, wir packen jetzt hier erstmal die Nudeln rein. Das riecht jetzt ein bisschen verbrannt, weil die Grillfunktion im Ofen an ist und das Backpapier, was auf dem Cross liegt, anfängt zu schmoren, glaube ich. So, jetzt sollen wir die hier einmal so ein bisschen unterrühren und dafür sorgen, dass die Nudeln hier schön Blöre in sich aufnehmen. Was gar nicht so einfach ist, weil die ja so zugedreht sind. Ne? Die sind recht eng, die Muschelspaltennudeln. Aber ich rühre das hier mal so ein bisschen durch und hoffe, dass es etwas hilft. Dann kann ich jetzt aber auch gleich schon wieder auf die Normalansicht umschalten, denn dann werde ich halt hier auf dem Tisch die Hälfte von dem Zeug hier in die Auflaufform kippen, mit dem Mozzarella bestreuen, dann die andere Hälfte wieder Mozzarella drauf. Dann stelle ich das in den Ofen für die paar Minuten, und da werde ich jetzt aber nicht jedes Mal die Kamera umbauen, weil es dann danach eh bald fertig ist. Es soll ja 4 bis 5 Minuten im Ofen. Und halt überbacken ein wenig. Aber das klappt irgendwie nicht so, dass die, ne, also manche sehen so aus wie diese hier, die sind offen, aber da geht nichts rein. Und manche haben halt auch ein bisschen was schon drin, also das ist nicht so einfach. Aber hier steht, darauf achten, dass die Conchiglioni auch gut mit der Soße gefüllt werden. Ja, das ist am besten von Hand alle. Ja, das, aber da fallen die jetzt ja auch langsam auseinander. Also das ist ja, also unpraktikabel, fast unmöglich hier. Lassen wir es einfach so. Schade, schade. Ja, hier auf den Bildern ist das aber auch nicht. Ja, Betrug. So. Also, dann stellen wir jetzt hier wieder die Auflaufform auf den Tisch. So, live führt 1:0 gegen Nani, wer hätte es gedacht? So, jetzt will ich noch mal so einen Topfuntersetzer legen. Stell das schon mal rüber. So, und jetzt baue ich die Kamera. Was heißt bauen? Aber ich stelle sie halt wieder um. So ungefähr. So, dann nehmen wir eine schon bereitgelegte Kerne. Ah, ist jetzt ein bisschen schräg, das mache ich dann gleich noch, wenn das im Ofen ist. Ich will jetzt erstmal hier das Zeug, also die Hälfte von dieser Nudelsoßenpampe into the Schüssel. Mozzarellas bestreuen. Schön streuen. Und jetzt den Rest drauf. Wir können ein bisschen was sehen, das ist gut.
Kacke, jetzt habe ich vergessen, das noch mit ein bisschen Salz, Pfeffer abzuschmecken. Mist! Aber folgendes. Machen wir das jetzt noch. Salz, Pfeffer. Das ist natürlich jetzt blöd, weil es in den Ofen kommt und nochmal überbacken soll. Verbrennt der Pfeffer eventuell. Nicht ganz so ideal. So, jetzt aber noch den Rest Käse drauf. Was schmeckt schon noch so? Ein bisschen Salz, Pfeffer fehlt. Naja, das kann man ja auch auf dem Teller noch nachwürzen. So soll es ja nicht so schlimm sein. So. Ja, sieht gut aus. Na, so sieht es aus und das werde ich jetzt in den Ofen schieben. Dann werde ich den Tisch freiräumen und dann werde ich die Kamera mal, dass es nicht ganz so schief ist und dann. Ja, geil. Ah, nein, ich schon wieder mit dem Blech. Mit dem Gitter. Dieser Ofen. Zum Glück. Mir ist das schon mal passiert, wie gesagt, der Rost ist, der passt nicht genau in die Schiene. Dann flutscht der manchmal raus. Mir ist das schon mal komplette Aufläufe, wir sind die dann da vom Rost gekippt, weil das einmal da rausgekracht ist. Aber hier ist aktuell alles noch gut. Alles gut. Oh nein, schon. Oh, knappes Ding. Dieser Ofen, der bringt mich zur Weißglut, dieser Scheiße. Das ist jetzt extra billig. Das ist ein kleiner Ofen aus dem Bereich von oben. So, ist doch wieder besser. Okay. Gut. Können wir das hier alles schon mal rüber machen? Ist auch nicht so viel zum Abwaschen, außer der Pottag mit dem Rest von der Pampe da, aber das ist ja ratzifatzi, denke ich mal, gleich abgespült. Ja, ein bisschen Chili-Pulver hier bleibt über. Und natürlich wieder mein Bouillon-Pulver. So, Salz, Pfeffer lassen wir mal hier zum Nachwürzen gleich. Das Brett kann weg, das kann weg. So. Ja, dann können wir hier einmal kurz abwischen. Hab ja ein bisschen gekleckert. Basilikum noch, dann können wir hier wieder schön Stream gucken nebenbei. Salz, Pfeffer. Eine Gurke. So. Ja, 4 bis 5 Minuten. Achso, hier der Fotokalender. Ah. Ich
kann ihn euch ruhig zeigen, da sind keine Pornobilder dabei. Hier ist ein Bild von einem Tag im Sommer, wo wir auf oder an einem See spazieren gegangen sind und da waren halt zwei so eine Enten, Mann und Frau, ja, der Spezial-Sandra-Kalender. Hier haben wir einmal die Amy. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn das andersrum gewesen wäre mit der Sonne. Oder hier der Tag am See, hier, ne, das ist ein bisschen, na, da sieht sie und ich, sehen wir beide nicht so doll aus, aber das Bild ist ja trotzdem gut. Da waren wir in einer Strandbar hier in der Innenstadt, da haben wir im Sommer einen Cocktail getrunken. Oder hier bei unserem Einjährigen waren wir essen und dann auf dem Rückweg war die Sonne so schön, da sind wir halt, also links bin ich, rechts ist sie und dann haben wir so Händchen gehalten und den Schatten fotografiert, auch sehr schön. Oder ein Nordseeurlaub. Der Mann und die Frau mit schöner Sonne hier. Ja, 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 ja. Oder der Mann mit Alfred. Oder Alfred mit Amy. Und Mann mit Alfred auf der Brust. Sehr schön. Ah, oder hier nochmal ein Bild aus dem Urlaub von der schönen Düne. Oder eins von den geilen Pferden auf dem Reiterhof, wo wir ja waren. Das war ein sehr schönes Pferd. Was fand sie auch sehr gut, deswegen habe ich das genommen. Oder hier Alfred Amy am Knutschen. Ja, und unser Willkommensschild im Hotel vom Urlaub, wo wir beide unsere Psychopillen hingelegt haben. Weil sie ist ja auch psychokrank. Psychoalter, so wie ich. Psychoalterpillen. Ja, den muss ich nur einpacken, weil die kommt ja morgen. Wenn sie den nicht sieht, mein schönen Kalender. Schöne Idee. Kann ich nur empfehlen. So, ja, dann kann ich jetzt auch gleich hier sitzen bleiben und beim Essen schön Stream gucken. Heute kann ich rübergehen. Ja, Abwasch, wie gesagt, ist nicht viel. Hier die zwei, drei Schüsselchen. Wenn ich das vorher, man könnte sich das ja auch mal vorher durchlesen, Leute. Wann und wie welches Gemüse in die Pötte und Pfannen kommt. Weil dann könnte man ja wie zum Beispiel die Zwiebeln und Knoblauch zusammen in eine packen. Oder auch die Möhren und die Paprika. Das kam ja auch immer alles zeitgleich rein. Da kann man nämlich Abwasch sparen. Aber da muss man vorher das schon mal alles durchlesen, was ich manchmal mache, manchmal nicht. Und wenn ich es mache, dann mache ich trotzdem was falsch. Naja. So. Ich werde jetzt mal kurz hier den Topf mit dem Löffel, hier, ich werde das mal so ein bisschen aus... kratzen. Diese Tomaten, Paprika, Zwiebel. Ist gut. Ah, sehr gut sogar. Schön fruchtig, schön durch diese Tomaten. Ich guck mal kurz in den Ofen. Ah. Das Mozzarella zerläuft, es blubbert obendrauf auch ein bisschen, also es sieht gut aus. Hier das Backpapier. So, dann kann ich ja schon mal meinen Handschuh aus dem Dings hier holen. Damit ich da gleich die Flossen verbrenne. Mein schön. Kleine Kinder kann man damit beeindrucken. So, dann müssen wir jetzt hier, ihr könnt euch schon mal angucken, wie das auf dem Bild aussieht. Ja. Und wie es gleich bei mir aussehen wird. Können wir die Karte auch schon mal an die Seite packen, weil ich hebe mir die jetzt ja immer auf. Weil die Frau sich ja beschwert hat, dass sie das eventuell mit mir ja auch nochmal zusammen machen möchte. Also eins von den Gerichten. Da 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 da. So, wie lange sind wir jetzt schon auf Sendung? 59, jetzt genau eine Stunde. Ui! Ja, wie gesagt, es sollte auch nur 35 Minuten wieder dauern, laut der Rezeptkarte, bei zwei Personen. Ja, ich erzähle ja die ganze Zeit immer Quatsch. Und ich hole jetzt aber mal raus. Ich habe jetzt nicht auf die Timer geguckt, hier, wie viele Minuten das jetzt schon im Ofen ist, aber das soll ja nur mal kurz so ein bisschen überbacken, dass der Mozzarella schmilzt und so weiter. Aua. Ja, das Geile ist, weil die Tür nicht richtig schließt vom Ofen und so ein bisschen so schräg steht, da kann man da drüber halt da zieht halt die ganze Hitze an den Drehregler vorbei und da verbrennst du die an den Dingern.
Ja, dafür sieht man auch jetzt hier den Unterschied. Auf der einen Seite ist es ein bisschen angebrannt, also kross. Und auf der anderen Seite, also das war hinten drin, das war vorne drin. Aber es sieht geil aus. Guckt euch das an. Ja, der geile Ofenauflauf. Blubbert auch noch schön, es dampft. Geil. Geil. So, dann werden wir mal probieren. Ich nehme mal hier hinten von der etwas krosseren Seite. Aber ich probiere auch mal hier den schön verlaufenden Mozzi. Oh. Alles gut. Mit dem Handrücken gerade an den Dings gekommen. So, ich soll mal hier noch ein, zwei Blätter Basilikum anrichten. So, ja, ich habe jetzt hier nichts in die Mitte gelegt. Ach, hier, komm, machen wir mal. Die sind doch schon so ein bisschen blabberig, die Blätter. Weil ich das aus Versehen nicht in den Kühlschrank gelegt habe, das Basilikum. Aber man muss doch sagen, wo ist das Kärtchen? Ach, das habe ich weggepackt. Guckt es euch an, Leute. Ja. Schön kross hier, dann das dampft sehr gut, es riecht sehr gut. Und ob es auch gut schmeckt, werden wir mal testen. Das schaffe ich immer wieder mit den Schüsseln und Töpfen, mich da zu verbrennen. Oder meine Freundin war auch so geil. Weil man letztes Jahr Weihnachten, da haben wir hier mit 6, 7 Leuten gesessen, da haben wir hier noch einen Tisch angestellt. Da war meine Mutter da, mein Neffe, mein Bruder, meine Freundin und noch. Ja, und dann haben wir halt hier, ich habe gekocht, da gab es Lammfilet, marinierte, bla, mit Gemüsepfanne und selbstgemachte Knödel gab es auch. Und irgendwann war in der Schüssel drin. Der Auflaufform, ich saß da, meine Freundin saß da und dann, die Schüssel stand da drüben und dann sag ich so, hier, schieb mal die Schüssel rüber, ne, und sie so fast an und pssst, und so, aua, du Idiot, die war doch heiß, da war sie ein bisschen beleidigt, aber egal. Sehr geil. Das Gemüse ist auch noch sehr knackig. Also es ist nicht zu fest, aber auch nicht labberig und matschig weiß. Also es ist noch genau, wie es sein soll. Sehr gut, der Mozzarella. Schön zieht Fäden. Alter.
Schärfe ist auch gut. Also es ist nicht zu scharf, aber sie kommt so langsam. Aber es ist halt auch, wie gesagt, nicht so, dass mir die komplette Visage wegqualmt, aber es ist eine gewisse Schärfe schon drin, ist gut. Oh, echt, Alter, das schmeckt ja wieder so, ne? Das war, Leute, feuriger Conchiglioni-Pasta-Auflauf mit Mozzarella, Paprika und frischem Basilikum. Ohne Witz, das ist wirklich das Gericht, was bisher am meisten nach dem aussieht, wie auf dem Zettel. Besonders hier die Blätter halt noch Spannung haben und nicht so labberig sind wie meine. Aber ich bin selber schuld, weil ich das eben nicht in den Kühlschrank gepackt habe, sondern einen Tag hier draußen habe liegen lassen. Sehr, sehr nice, Leute. Sehr, sehr lecker. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte denkt dran, den Daumen hoch zu klicken. Das ist ganz, ganz wichtig. Abonnieren, kommentieren, liken, alles anklicken und so weiter und so fort. Ich gucke jetzt hier Nani. Oh, 1-1, dritte Map. Und dann, ja, viel Spaß, falls einer in der Richtung was nachkocht. Ja, ihr könnt mich gerne nach den Rezepten fragen und dann besorge ich euch das, dann gebe ich euch das. Aber ich hau's mir jetzt hier rein. Bis zum nächsten Mal. Adieu, auf Wiedersehen. Tschüss.